1C79 London Paddington, Penzance, 16.17 Uhr. Fahren Sie diesen Zug von Truro nach Penzance. Lokomotive LMS Jubilee Karmesinrot. 297,9 Tonnen Zuggewicht, 7 Einheiten im Zugverband und eine Zuglänge von 130,5 Yard. Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Trains in World 3 auf dem PC. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise und heute begrüße ich euch wieder zu einer neuen DLC-Vorstellung. Denn am heutigen Tag, dem Dienstag, dem 14. März 2023, ist das erste DLC in diesem Monat erschienen und das ist das DLC West Cornwall Local Steam Rail Tour. Es ist also eine Erweiterung für ein bestehendes DLC. Und was braucht ihr denn eigentlich? Was ist im DLC drin und was braucht ihr? Also im DLC ist die Dampflokomotive LMS Jubilee Class sowie die dafür passenden MK1 Personenwagen enthalten. Für die Dampflokomotive hier, da gibt es zwei Lackierungen. Einmal die karmesinrote und dann gibt es noch eine schwarze Lackierung. Dann, wie gesagt, die Personenwagen sind dabei. Dazu zählen 5 Szenarien für die Strecke West Cornwall Local sowie 4 Fahrplanfahrten. Wir werden heute eine dieser 4 Fahrplanfahrten auch fahren. Und zwar fahren wir so gut über die halbe Strecke von Truro bis nach Penzance. Fahrgäste sind bereits eingestiegen. Das heißt, wir können die Türen verriegeln. So, jetzt müssen wir erst einmal auf die Abfahrt vorbereiten. Und zwar, also den Auswerfer haben wir geöffnet. Dann stellen wir einmal die Fahrtrichtung auf vorwärts. Und dann können wir eigentlich schon so ein bisschen, einfach schon mal anfahren. Und dann lösen wir gleichzeitig aber auch die Bremse, so dass wir auch hier gut wegkommen und losfahren können mit unserem Zug in Richtung Penzance. Also wie gesagt, das ist ein DLC für ein bereits vorhandenes DLC. Was braucht ihr denn eigentlich, um das Ganze zu spielen? Das ist ganz einfach erklärt. Ihr braucht natürlich Trainsim World 3 und hier ist es eigentlich egal, welche Trainsim World 3 Edition ihr besitzt. Ihr braucht zusätzlich das DLC West Cornwall Local. Das ist eine Strecke, die ist ursprünglich für das Vorgängerspiel Trainsim World 2 im Jahr 2021 veröffentlicht worden. Und die ist als DLC jetzt auch für Trainsim World 3 erhältlich. Habt ihr die für Trainsim World 2, den Vorgänger, gekauft, könntet ihr diese natürlich kostenlos in TSW 3 übernehmen. Voraussetzung dafür natürlich gleiche Plattform und gleicher Account. So, also unsere Fahrt, die führt uns heute mit dieser historischen Dampflokomotive der LMS Jubilee Class. Der ein oder andere kennt sie vielleicht auch von Spirit of Steam. Das ist ja die Lokomotive auch dabei. Ja, und wir machen heute bei schönstem Sommerwetter hier auf der West Cornwall Strecke eine Fahrt mit dem Sonderzug von Truro, wie gesagt, bis nach Penzance. Ja, das ist ein ganz schönes Stück. Also die Fahrzeit ist angegeben mit 39 Minuten. Ich bezweifle, dass wir das wirklich schaffen werden. Ich glaube, dass wir hier länger brauchen, denn ihr seht es ja selber, kaum ist, haben wir einen kleinen Anstieg. Schon hat die Lokomotive echt Mühe. So, was wir noch machen können, ich weiß gar nicht, ob das bei Dampflokomotiven bei Tagfahrten überhaupt erforderlich ist, aber ich mache es jetzt einfach mal, und zwar die Lampen positionieren, einmal hier eine und einmal hier eine. Ja, gibt es ja auch bestimmte Anordnungen, aber die man sich ja vielleicht merken soll, denn für TSW eine links, eine rechts, das ist halt dann für Personenzüge, und eine oben, das ist für Güterzüge. Das ist so das, was man jetzt hier wissen sollte. So, ja, wie gesagt, die Strecke, auf der wir uns befinden, West Cornwall Local, die befindet sich im äußersten Südwesten von England, von Großbritannien, im wunderschönen Cornwall. Die Strecke ist angesiedelt in den 1990er Jahren und also in den frühen 1990er Jahren, und zu der Strecke hier dazu gehören die ich habe ein bisschen den Faden verloren. Also dazu gehören, es ist eine reine Dieselstrecke, und dazu Paket gehören auch die Class 150-2 als zweiteilige Einheit und die Diesellokomotive Class 37.
Das ist so der Umfang, der hier im Paket enthalten ist. So, wir nehmen jetzt mal die Leistung hier so ein bisschen zurück, sonst haben wir nämlich ein bisschen zu wenig Druck auf dem Kessel. Jetzt können wir mal ein bisschen schneller beschleunigen. So, ja, jetzt haben wir die maximale Beschleunigung, aber wir müssen gleichzeitig eben auch hier ein bisschen zurückgehen. Wie gesagt, sonst haben wir dann zu wenig Druck auf dem Kessel. Ja, wie gesagt, das ist also eine schöne Erweiterung, um eben auch mit den Dampflokomotiven jetzt hier auf dieser Strecke zu fahren. Ist auf jeden Fall, also ich finde es eine schöne Idee. Zum Preis dieses DLCs kann ich euch aktuell noch nichts sagen, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme ist mir zumindest der Preis für diese Strecke noch nicht bekannt. Der Preis für dieses Steam-Welttour-DLC, also die Strecke selber, die kostet den üblichen DLC-Preis, es sei denn, ihr habt sie auch mal im Sale gekauft. Und wie gesagt, diese Strecke, die ist in keiner Edition von Transformers 3 enthalten. Also wenn ihr die noch nicht habt, dann muss die halt separat dazu gekauft werden, um die Inhalte dieses DLCs hier auch nutzen zu können. Ja, es hat auch, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, auch in der Dampflokomotive Verbesserungen gegeben. Also die ist jetzt hier nicht 1:1 übernommen worden, sondern wir haben jetzt hier in unserer Jubilee-Class ein Zugsicherungssystem, AWS, und einen Tacho. Das ist ja bei Spirit of Steam nicht dabei, aber hier ist es jetzt bei dieser leicht erweiterten Version mit enthalten. So, ja, wir dampfen volle Kraft voraus, aber wir verlieren aktuell schon wieder an Geschwindigkeit, weil es ja eben bergauf geht. Das haben die Entwickler von Rivet Games auch geschrieben, dass es hier, dass das schon anspruchsvoll ist, hier die Dampflokomotiven mit Personenwagen hier über diese Hügel zu befördern. Also das, da muss man so ein bisschen das Fahrgefühl haben. Ja, wie gesagt, diese Strecke, auf der wir uns befinden, hier von Truvo nach Penzance, das ist, wie gesagt, vom Vorgänger TSW2. Das heißt, die Strecke verfügt auch nicht über diese aktuellen TSW3-Features. Man kann zwar hier das dynamische Wetter nutzen, aber ihr habt zum Beispiel nicht diese neuen Belichtungseffekte und so weiter. Aber es gab, glaube ich, vor kurzem auch nochmal ein kleines Update für diese Strecke im Zuge dieser DLC-Vorbereitung. Da hat es da nochmal etwas gegeben. So, jetzt können wir wahrscheinlich ein bisschen wieder aufdrehen. Denn der Druck im Kessel, ihr seht, das ist hier unten dieses, was wir brauchen, der steigt zum Glück wieder an. Wie gesagt, bergauf fahren, das kann einfach manchmal sehr, sehr mühsam hier sein mit den Dampflokomotiven. So, die komplette Strecke West Cornwall Local, die hat eine Länge von 44 Meilen und führt von St. Austell über Truvo bis nach Penzance. Außerdem ist auch der Abzweig von St. Urf nach St. Ives enthalten. Wie gesagt, angesiedelt in den frühen 1990er Jahren. Ja, es ist wie gesagt das erste DLC, was wir jetzt aktuell im März 2023 bekommen. Das nächste, das kommt ja schon übermorgen, da freuen sich glaube ich die meisten von euch drauf. Da erwartet uns nämlich die nächste deutsche Strecke mit der linken Rheinstrecke von Mainz nach Koblenz und der Baureihe 103 dazu. Also da ist, glaube ich, bei den meisten die Vorfreude wirklich riesengroß. Und bei mir ist sie auch riesengroß auf dieses DLC. Ja, und es sieht so aus, als ob es sogar im März noch eine weitere deutsche Strecke geben könnte. Aber das ist noch nicht offiziell bestätigt. Fakt ist, es wird am Freitag, am kommenden Freitag, also am 17. März, von Dovetail Games einen Livestream geben. Und da wird die Niddertalbahn vorgestellt. Und wenn die Niddertalbahn vorgestellt wird, in der Regel liegt ja der Release dann auch nicht mehr so weit weg. So, jetzt sind wir schon wieder fast zu schnell unterwegs. Jetzt hat es umgeschalten. Ja, jetzt hätte ich ja fast schon bremsen müssen. Ja, jetzt haben wir natürlich die Beschleunigung weggenommen. Jetzt muss der Zug erstmal wieder hier auf Tempo kommen. Höchstgeschwindigkeit unserer Lok, ich glaube 90 Meilen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich bin die Jubilee-Class lange nicht mehr gefahren. Ich glaube, die Wagen dürften sogar bis zu 100 Meilen fahren, aber solche hohen Geschwindigkeiten, die fährt man, glaube ich, auf dieser Strecke gar nicht. Ich bin sehr gespannt, ob und wie, ob wir den Fahrplan einhalten können. Ja, wie gesagt, also 5 Szenarien sind halt für diese beiden Dampflokomotive oder für die verschiedenen Versionen. Es sind ja 4 Versionen der Dampflok dabei. Wie gesagt, einmal schwarz, einmal Karmesinrot
Und zu jeder Edition gibt es dann nochmal so eine festlich geschmückte Edition. Es gibt da auch ein schönes Weihnachtsszenario, was ihr hier spielen könnt. Die Szenarien, die sind aber auch alle relativ lang. 1 Stunde 10 bis 1 Stunde 30 Minuten. Außerdem gibt es mit diesem DLC auch für die schottische Strecke Edinburgh-Glasgow 3 neue Fahrplanfahrten, nämlich auch einmal mit der Dampflokomotive und den Personenwagen und 2 Fahrten mit der Class 37. Ist ja auch eine Strecke von Dovetail Games, von Rivet Games. Ja, ich hab's heute irgendwie. Ja. So, wie gesagt, wir dampfen jetzt hier gemütlich durch das englische, britische Cornwall. Können die Fahrt genießen. Würde ich jetzt mal so sagen, können die Fahrt hier locker genießen mit unserem Sonderzug. Ja. So, also ist heute wie gesagt rausgekommen. Und das sollte ja ursprünglich im Januar rauskommen, das DLC. Und dann wurde das aber aus technischen Gründen verschoben. Das hatte einfach was damit zu tun, wie das Ganze eben für die Konsolen umgesetzt wurde. Und da hat wohl einiges nicht funktioniert. Im Übrigen kann es durchaus sein, dass der Release der Konsolen eventuell etwas später ist. Aber das kommt definitiv für alle Plattformen. Das war so mein letzter Stand der Dinge, dass der PC-Release und der Release dieses Steam Raider DLCs verschiedene Termine hat, aber das kann sich jetzt mittlerweile wieder geändert werden. Ihr werdet es ja sehen, ob es heute auch rausgekommen ist oder nicht für die Konsolen. Aber ansonsten, wenn wir uns hier mal umschauen, diese wunderschöne Gegend, wo wir uns hier befinden, West Cornwall, wie gesagt, ist ja auch eine ganz bestimmte Natur, die man dort erleben kann. Ist auch eine sehr beliebte Urlaubsgegend in Großbritannien. Ja, wir können noch mal im Fahrplan schauen, wann sind wir denn losgefahren. Wir sollen, ja, gute 40 Minuten brauchen. Ich hoffe, dass das auch so stimmt. Aber St. Irth stimmt, St. Irth, das ist ja dann schon kurz vorm Ende. Das ist ja, glaube ich, dann eine Station schon vorm Ende. So, jetzt aber gibt unser Zug richtig Stoff, also bergab ist es ja immer ein bisschen einfacher. So, dann können wir das noch weiter zurücknehmen. Da sind wir gleich bei 60 jetzt. Das kann man sogar fast rollen lassen. Ihr seht es ja selber. Vor fast 60 Meilen erreicht. Und jetzt geht es wieder bergauf. Also stetig wechselnd. Wechselnde Gegebenheiten. Jetzt können wir natürlich wieder beschleunigen. Wie gesagt, ich bin die Strecke auch, ich glaube, ich bin die noch nie vollständig abgefahren. Ja, es gibt in der Tat Transom World 3 Strecken, die ich noch nicht vollständig abgefahren bin. Das sind vor allem diese ganzen amerikanischen Güterzugstrecken. Das sind aber auch hier einige britische Strecken. Die deutschen, die bin ich alle, glaube ich, mal auch auf und runter abgefahren, aber jetzt hier diese ganzen Amerikaner, also jetzt hier zum Beispiel, hatte ich, glaube ich, damals mal ein Vorstellungsvideo gemacht. Wenn man dann aber auch sieht, dass das nicht so, sag ich mal, so gut ankommt, dann ist es natürlich, ja, wie man auch sagt, da zeigt man dann lieber Sachen, die eben euch mehr interessieren. Zumindest so meine Meinung. Ja, 13 Meilen. Allerdings, lasst euch nicht täuschen von den Meilen. Das sind, wie gesagt, das ist die Luftlinie, die da gemessen wird. Das kann sein, dass wir in Wirklichkeit so ein bisschen mehr Meilen und Yards fahren, als das hier angegeben wird. Hier sehen wir nochmal die schönen Wagen. Wie gesagt, wir haben auch Wagen der ersten und zweiten Klasse. Erste Klasse, das ist dann so wie mit solchen Abteilen. Das ist auch sehr schön gestaltet. Ja, Cornwall, direkt wo wir uns befinden, das ist eine Halbinsel. Wie gesagt, das ist der äußerste Südwesten von Großbritannien. Ich glaube, dass Penzance dann auch der westlichste oder südwestlichste Bahnhof in Großbritannien ist. Und ja, da kommen nicht mehr viele Orte, kommen nur noch kleinere Orte. Also das ist, endet dann die Bahnlinie. Ja. Wie gesagt, das DLC erhältlich, auf jeden Fall für PC auf der Plattform Steam. Wie gesagt, Preis ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bekannt. Den wird der Entwickler Rivet Games erst morgen am 14. bekannt geben, am 14. März. Bin sehr gespannt drauf. Ich denke mal, dass er so die 10 Euro vielleicht liegen wird. Zwischen 10 und 12 Euro würde ich das jetzt schätzen für diese Erweiterung.
Aber ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass es viel teurer sein wird. So, ja, jetzt sausen wir geschmeidig hier mit 60 Meilen pro Stunde, also ungefähr 100 Stundenkilometer, wir hier durch die Gegend sausen. Ja, ich habe ja auch eine sehr, sehr gute Performance. Ich habe bei mir jetzt auch nochmal den Dimeweg X12 festgelegt. Das könnte ja eine Stoppoption von TSW 3 auf Steam machen, dass der Dimeweg X12 genutzt werden soll. Bei mir hier gerade auch auf dem neuen PC. Genauso wie es auf dem alten PC war, also auf dem neuen sieht man das noch ein bisschen, wir hatten eine deutliche Verbesserung in der Performance. Und wie gesagt, hier sind wirklich die höchsten grafischen Einstellungen eingestellt, die dieses Spiel eben hergibt. Also wirklich mit hier 200% Bildschirmskalierung und so weiter, das was da halt möglich ist. So. Ja, wir sind anscheinend relativ alleine auf der Strecke hier unterwegs mit unserem Sonderzug. Denn hier kommt uns anscheinend nichts weiter entgegen. Ich glaube, vorher, wo wir abgefahren sind, da ist Zug, meine ich, noch gefahren. Aber ansonsten wirkt es, als ob wir hier ziemlich alleine sind. So, jetzt müssen wir uns aber erst dann mal anfangen zu bremsen. Das dauert natürlich, da habe ich auch zu spät jetzt angefangen. Das sieht überhaupt nicht. Da muss man wirklich sehr, sehr vorausschauend fahren, damit ihr rechtzeitig eben auch gebremst habt. Hier ist ein sehr, sehr vorausschauendes Fahren zwingend erforderlich. Seht, wie lange der braucht, um wenige Meilen zu verlieren. Ja, jetzt haben wir natürlich Geschwindigkeit überschritten. So. Ich glaube, den müssen wir doch zumachen. Aufmachen, damit sich der Bremsdruck wieder füllt. So, ja, was wir hier natürlich sehen, sehr, sehr viele Viadukte entlang dieser Strecke. Das ist wahrscheinlich schon aufgefallen, also das hat man ja ganz oft in Großbritannien. Also hier ist ein Viadukt nach dem anderen. Da gibt es auch ein sehr schönes Szenario, was hier in diesem DLC enthalten ist, wo man direkt auf diesen Viadukten anhält und sich die Landschaft anschauen kann, finde ich auch eine schöne Idee. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es nur in der Liste gesehen, dass da eben mein Szenario dabei ist. Die Szenarien klingen allgemein alle sehr interessant. Oh, jetzt haben wir sogar zu viel Druck, weil wir nicht beschleunigen. Jetzt können wir auch wieder beschleunigen. So, ihr seht, da lässt der Zug jetzt sogar was ab. Jetzt können wir wieder beschleunigen. Meilen haben wir noch. Wie gesagt, sind ja nur zwei Halte, die wir haben. Ja, vielleicht schaffen wir das sogar noch mit der Zeit, aber seht ja selber, jeder Zug hier auf Tempo kommt, das dauert halt. Das ist halt da so ein bisschen das Problem. So, den Auswerfer, ja, das haben wir jetzt gemacht. So, habe ich euch noch gar nicht vorgestellt, hier unser Kollege, der hier fleißig immer schippt und den Kesseldrucker hält. Also dafür sorgt, dass wir eben konstanten Druck haben, indem wir hier fleißig hier die Kohle schippen. Da soll es übrigens auch noch die Möglichkeit geben, dass wir das irgendwann als Spieler mal machen können. Nämlich hier, dass die KI fährt und wir dann halt hier die Aufgabe des Heizers übernehmen können. Das soll auch noch ein Update kommen. Ich weiß, es ist aber auch noch nicht bekannt wann, aber das ist angekündigt, dass das auch noch möglich sein soll. Ja, ansonsten finde ich das schön, dass wir auch mal die Dampfloks hier woanders auf einer anderen Strecke fahren können, dass man sich daran nochmal gesetzt hat und überlegt hat, wo könnten die ja ganz gut hinpassen oder was wäre denn da ein schönes DLC. Ja, es geht natürlich auch über den Szenario-Designer, Szenario-Editor, da kann man sich natürlich selbst auch Fahrplanfahrten mittlerweile mit jedem Zug auf fast jeder Strecke bauen, das geht auch, aber da muss ich ehrlich sagen, ja, bin ich halt so ein bisschen faul. So, hier kam uns gerade ein Zug, glaube ich, entgegen. Ich habe mich ziemlich getäuscht. So. Ja, jetzt wollen wir natürlich bergab. Das ist die Frage natürlich. Ja. Inwiefern. Jetzt geht es wieder bergauf. Also, ihr seht ja selber, wie hier die Wechsel sind. Da vorne haben wir dann noch ein. Ja, da vorne haben wir dann
wieder ein gelbes Signal. Das heißt, wir fahren, glaube ich, einen Nahverkehrszug hinterher, so wie es aussieht, der wiederum überall hält. Das heißt natürlich für uns eben aufpassen. Ja, wie gesagt, aber diese Lackierung, ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu schreiben. Also ich finde diese Lackierung schon gelungen. Und wie gesagt, allgemein finde ich dieses DLC eine schöne Idee. Ich hätte mir vielleicht noch Fahrplanfahrten für weitere englische Strecken gewünscht. Das wäre natürlich eine ganz tolle Sache gewesen. So, ja, hier vorne wird definitiv ein haltzeigendes Signal angekündigt. Und das bedeutet, dass wir ja anfangen müssen zu bremsen. So. So, und hier kam uns ein Nahverkehrszug entgegen. Das war, glaube ich, jetzt eine Class 101. Die ist hier eigentlich, die ist beim DLC nicht enthalten. Aber es scheint jetzt seit neuestem hier in Transom World 3 so zu sein, dass selbst in den Szenarien dann sogar mitunter Fahrzeuge von anderen DLCs entgegenkommen, obwohl man sie selber gar nicht besitzt. So, und ihr seht selber, wie stark wir jetzt hier in die Eisen gehen müssen, wenn wir jetzt nicht das rote Signal davon überschreiten wollen. Aber das wird jetzt schon sehr, sehr... Jetzt ist das jetzt wieder umgeschalten. Super. So. Können wir also wieder beschleunigen. Aber wir fahren anscheinend ja wirklich einem Zug hinterher. So. Das werfen wir wieder hergestellt. Sehr schön. Also der Bremsdruck. Das brauchen wir, um den Bremsdruck wieder herzustellen. Auswerfer. Wie gesagt, Dampflokomotiven, die sind ja auch in einigen Editionen von Transom World 3 enthalten. Da gibt es ja zum einen dieses Steam Starter Pack, wo halt nur dieses Liverpool Q mit den beiden Dampflokomotiven dabei ist. Dann gibt es noch die Deluxe Edition, da ist ebenfalls diese Strecke von Liverpool nach Q enthalten. Ja, also je nachdem, wenn man sich für sowas interessiert, ist eben ja, da auch einiges dabei. So. Ja, 6 Meilen haben wir noch zurückzulegen. Das Ganze, wenn uns jetzt hier kein vorausfahrender Zug aufhält, dann könnten wir das schaffen. So, wir sind leider ein bisschen zu schnell gerade. Können wir auch nochmal so auf das Kornwild hinausschauen, auf diese schöne Landschaft. Also auch hier, das ist ja eine so der letzteren Strecken, die damals noch für das alte TSW 2 gekommen sind. Und da merkt man dann schon, dass man dann mehr angefangen hat, so die Tiefe zu bauen. Das war ja nicht bei jeder alten Strecke so der Fall. So, jetzt aber. Gehen. Wie ist denn der Bremsdruck? Der ist ja gar nicht, der ist ja fast gar nicht mehr vorhanden. Der geht jetzt auf jeden Fall auf 50 Meilen runter pro Stunde. So, ja, klappt es doch langsam mit dem Bremsen. Ihr seht, der Bremsdruck, der baut sich auch so auf, aber wenn wir diesen Auswerfer öffnen, dann geht das Ganze natürlich so ein bisschen schneller. Ihr seht auch, die Strecke ist überwiegend zweigleisig, aber auch kurvig hier, also eine Kurve nach der anderen. Bitte verzeiht, dass ich jetzt hier nicht die ganzen Haltepunkte und Bahnhöfe jetzt auswendig weiß. Wie gesagt, ich bin sie noch nicht, bis jetzt noch nicht vollständig abgefahren. So, davon kommt wieder 60, okay. Ja, könnte knapp werden mit dem Fahrplan. Jetzt aber. Vielleicht können wir den jetzt hier beschleunigen, bis auf 60 nehme ich mal an. Der sich aufgebaut hat. Ja, hat er. Sehr schön. Ja, wie gesagt, Dampflok fahren. Man denkt immer, dass es kompliziert ist, aber man hat sich relativ schnell hier in dem Spiel eigentlich auch dran gewöhnt, wie die Dampfloks zu fahren, sondern es ist kein Hexenwerk, sage ich jetzt mal so. So, lass mal den Zug hier nochmal vorbeisausen. Sich auf die wunderschöne Landschaft schauen. Ja, schon eine schöne Gegend, oder was meint ihr? So, 1 Meile. 66, so ja, jetzt rollt der Zug wieder steil den Berg runter. Das ist wirklich, ihr seht, es ist wirklich anspruchsvoll, hier diese Hügel rauf und runter zu fahren.
Ja, man muss da schon sehr genau schauen. Ihr seht, das reicht gar nicht. Ich habe schon die Bremse angelegt, das reicht gar nicht. Sandsteuer kommt noch dazu an. Okay, dann haben wir das schon mal geschafft. Und in 3 Meilen erreichen wir dann unsere erste Station. So. Da sind wir dann nämlich in St. Urf angekommen. Das ist auch der Bahnhof, wo die Nebenstrecke nach St. Ives abzweigt. Und hier kommt uns ein Nahverkehrszug der Class 150 entgegen. Die ist ja hier im Halt halten. Kleine zweiteilige Triebwagen. Ansonsten gibt es natürlich auf der Strecke auch Möglichkeiten, mit anderen Dieselloks zu fahren. Zum Beispiel dann könnt ihr Postzüge fahren oder Schnellzüge, die ja von London bis herfahren. Also den Zug, den wir jetzt hier fahren, das ist ja ein bisschen was Spezielles. Der ist eben heute, ich denke mal, es ist 16 Uhr, 17 Uhr, das ist sicherlich schon eine ziemliche Weile her, als der in London gestartet ist, wahrscheinlich am späten Vormittag, Mittag. Ich weiß nicht, wie lange das mit der Dampflok dauert, aber es ist schon ein ganz schönes Stück von London. Also selbst die Schnellzüge brauchen da mehrere Stunden. Die nächste größere Stadt hier aus unserer Nähe, das ist, oder in unserer Nähe, das ist Plymouth. Das ist wirklich die nächste Großstadt. Alle anderen Orte sind eher, ja, kleinere, schauliche Orte. So. So, Sandsteuer an. Aber ihr seht, wie lange das dauert, bis die Lok halt hier eben auch reagiert. Man muss hier sehr, sehr, sehr umsichtig fahren. Was hier halt ganz gut passt, das ist meiner Meinung nach der Fahrsound. Das ist ja manchmal bei einigen der älteren Strecken ja noch immer ein ziemliches Problem im TSW. Und das ist halt sowas, was hier, finde ich, ganz gut passt. So, hier durchfahren wir den ersten Bahnhof. In 3 Minuten sollen wir dann ankommen in St. Urf. Die Frage ist, lohnt sich das überhaupt noch zu beschleunigen? So. Ach, wegen der Brücke wahrscheinlich dürfen wir hier nicht so schnell fahren. Die Brücke wahrscheinlich hier. Seht, wieder so eine etwas ältere Brücke. Also so landschaftlich hat diese Strecke, wenn ihr solche Strecken mögt, so mit so ein bisschen Urlaubsflair, wo auch nicht allzu viel los ist, solche kleinen, naja, ich will jetzt nicht sagen Nebenstrecken, aber so, wenn ihr sowas mag, dann könnt ihr mit dieser Strecke ja eigentlich nichts verkehrt machen. So, in 2 Minuten sollen wir ankommen, also ja, scheint der Fahrplan doch gut berechnet zu sein, also auch wenn wir vielleicht jetzt 1 Minute oder was zu spät kommen, aber trotzdem finde ich es da ganz gut gemacht. So. Das ist das AWS gewesen. Wie gesagt, dann leuchtet das hier auf. Dann können wir das da zurücksetzen. So, dann bereiten wir uns mal vor auf das Anhalten. In, ja, unserer nächsten Station. St. Urf. Das ist gleichzeitig, wie gesagt, eben auch die, ja, glaube ich, so, was das Umsteigen angeht, der wichtigste Bahnhof unterwegs ist. So, also St. Urf werden wir jetzt in wenigen ja, Sekunden, Minuten, gut einer Minute sollen wir das erreicht haben. Natürlich müssten dann ja auch einige Fotografen und so weiter eben entlang der Strecke dann stehen, das ist natürlich klar. So, ist das hier schon der... Da vorne ist es Einfahrsignal. Ich glaube, der Bahnsteig hier um die Kurve. Und schaut mal, hier ist ein abgestellter... Hier ist ein abgestellter Personenwagen. Hier oben. Mit diesem... Ja, Postwagen sind das, glaube ich. So, dann werden wir jetzt diese Station also erreichen. Diese Wagen, die sind, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob die hier mit enthalten sind. Hätte gedacht, aber ja, nein. So, und hier an der Seite, das ist die Strecke von St. Ives, hier, die hier dazukommt. So, jetzt werden wir was mal gucken. So,
hier zum Halten bringen. Ihr seht, der Streckenkarte nicht aufgehangen. Übrigens, ja, das war auch eine, ja, weiß ich nicht, eher negative Überraschung. Das in der Tat, und ja, wusste ich wirklich nicht, mit dem Umzug auf den neuen Rechner mein Spielerprofil, ja, meine ganzen Errungenschaften gar nicht mitgenommen wurden, welche Szenarien ich gespielt habe und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen schade. So, wir haben St. Earth erreicht. Öffne die Türen. Da können wir mal die Gelegenheit nutzen, jetzt auch mal aufzustehen, eine kleine Pause hier zu machen. Wir sind ja super pünktlich. Ja, hier uns nochmal die Dampflokomotive anschauen, von außen. Und da können wir auch mal in die Wagen gehen. Wie gesagt, wir haben hier einen Gepäckwagen. Können wir auch reinschauen. Wir könnten den auch betreten, wenn wir das wollen. Ja, dann haben wir hier, wie gesagt, die Bereiche der zweiten Klasse. Unser Zug ist ja auch nicht allzu lang. Kommt denn jetzt hier noch so Verzüge? Das ist auch schön, diese älteren Muni-Strecken, also diese älteren Fahrgastinformationssysteme. So, ja, hier haben wir die Karte, die wir aufhängen können. Da könnt ihr euch nochmal ein Bild von der Strecke machen. So, wie gesagt, wir sind hier gestartet, also eine vor der Endstation, fahren jetzt hier nach Penzance und hier kommt Abzweig von St. Ives. So, hier können wir uns mal den Wagen der ersten Klasse anschauen. Sehr, sehr schöne Abteile, muss ich sagen. Ja, erinnert so an gewisse Filme, wo auch solche Wagen mit Dampflokomotive unterwegs sind, wo es da so ein bisschen um Zauberei geht, ihr wisst, was gemeint ist. Ja, und hier sehen wir halt Großraumwagen. Ja, können wir auch einen kurzen Blick reinwerfen. So, aber wir wollen jetzt weiter. Hier hängen wir noch was auf. Werbung für Penzance. Kommen vielleicht ein paar mehr Touristen. Also, geht's wieder zurück zur Lokomotive. Und dann werden wir jetzt auch das letzte Teilstück nach Penzance fahren. Wird aber wird auch noch mal ein bisschen kompliziert werden. So, dann setzen wir uns hier hin. Dann verriegeln wir die Türen. So, das ist auch vorwärts gestellt. So, dann können wir erstmal hier den Regler aufdrehen und dann die Bremsen lösen. So, na komm. Ach so, da müssen wir noch den Auswerfer, stimmt. Genau, da muss er wieder dann auf 21 stehen. So, 5 Meilen haben wir zu fahren, dafür haben wir 10 Minuten. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass der vor dem Bahnhof, das ist ja wie gesagt der Endpunkt der Strecke, dass wir da, glaube ich, nicht ganz so schnell reinfahren können. So, aber jetzt erstmal, jetzt können wir erstmal hier richtig Stoff geben. Natürlich geht es mal wieder, wie es schon vorhin der Fall war, geht es dann natürlich wieder bergauf. Naja, wie gesagt, macht auf jeden Fall Spaß, bringt Abwechslung für diese Strecke. Das ist halt eben auch was anderes, ab und zu mal eine Dampflokomotive zu fahren. Dampflokomotiven, das war ja, was die reinen Fahrzeuge angeht hier in TSW, waren ja Dampfloks bis jetzt mit Abstand wirklich die aufwendigsten. Oder da ist der größte Aufwand reingeflossen bei der Entwicklung der Dampflokomotiven. Also ich glaube, keine anderen Fahrzeuge machen, also es ist alles aufwendig zu machen. Ja, das dauert ja nicht umsonst so lange, bis eben neue Fahrzeuge kommen. Also, aber ich glaube, die Dampflokomotiven waren zumindest, so wie ich das verstanden habe, bei DovTail Games wirklich die aufwendigsten Entwicklungen. Die ganze Fahrphysik und das alles, das ist schon nicht ohne. So, jetzt also versuchen wir uns hier irgendwie den Berg hier hoch zu quälen. Ja, schaffe es so gerade so auf 20 Meilen. Ja, wie gesagt, für meinen Geschmack hätten es ein bisschen mehr Fahrplanfahrten sein können. Also auch für andere englische Strecken, wo der Zug reinpasst. Was weiß ich, sowas wie Tees Valley Line oder Northern Transpennine. Oder, ja, also diese ganzen historischen englischen Strecken. Oder vielleicht sogar wirklich was von London für den Great Western Express. Wie gesagt, dieser Zug, den wir ja hier fahren, der ist ja in Paddington gestartet. Theoretisch hätte man den auch im ersten Teil von Paddington bis nach Reading fahren können. So, aber naja, vielleicht kommt da noch mal was per Update, ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist ja ab und zu mal gemacht worden, dass man hier und da mal den Fahrplanmodus
von verschiedenen Strecken erweitert hat. Also gerade für die Strecke Rapid Transit, also hier von Leipzig nach Dessau, da gab es ja auch mal per Update einen komplett neuen zweiten Fahrplanmodus, der mal so eben beigelegt wurde. Und ansonsten war es immer bei manchen DLCs dabei, zum Beispiel Journeys. Da gab es ja auch manchmal die Möglichkeit, dass da noch was ja, mit drin war in den Paketen. So, ja, wir sausen jetzt hier geschmeidig. Jetzt haben wir den Berg überwunden, jetzt geht es wieder bergab. Da können wir auch mal gucken, ob wir nochmal auf 70, 75 Meilen, weiß ich nicht, ob sich das überhaupt lohnt, so sehr zu beschleunigen. Aber jetzt bergab, jetzt saust er ganz schön wieder hier. Aber ich muss auch sagen, auch ohne diese neuen Effekte sehen diese alten Strecken mittlerweile auch sehr, sehr schön aus. Also da gab es ja verschiedene Preservation-Updates. Da hat man halt diese alten Strecken dann so auf einen einheitlichen Stand gebracht. Zum Beispiel neue Wolken, ihr seht hier oben neue Wolken eingefügt. Dieses ganzen Passenger Information Systems, also die Abfahrtstafeln, das sind so alles Sachen, die ja bei den meisten Strecken kostenlos mit diesen Preservation-Updates nachgeliefert wurden. Ich glaube, da wird heute noch an Preservation-Updates gearbeitet für das Vorgängerspiel Transformers 2. Da sollen auch noch ein paar Strecken noch die versprochenen Updates bekommen. Aber danach wird ja wahrscheinlich, schätze ich mal, noch Ruhe sein, was TSW 2 angeht, weil es einfach mittlerweile ja so, muss ich so sagen, einfach abgelöst ist von seinem Nachfolger TSW 3 ja mittlerweile auch deutlich günstiger zu bekommen ist. So, 3 Meilen noch und wir dürfen anscheinend bis kurz vor knapp hier, also wir sind gleich bei 70 Meilen, ich nehme mal hier mal die Beschleunigung raus, wir müssen sowieso da vorne wieder runterbremsen in 1,7 Meilen. Ich glaube, dass wir dann relativ schnell und zügig runterbremsen. Wir springen immer so wie die Gleise, immer springt man von einem zum anderen. Das ist auch sowas. So, das war das ABS. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall, vor allem, dass man hier eben die Lok verbessert hat mit Tacho und diesem ABS-Zugsicherungssystem. So, dann, ja, müssen wir gucken, wenn wir anfangen ein bisschen zu bremsen. Also wir lassen den Zug jetzt einfach hier rollen. Ja. Da haben wir es ja fast gleich geschafft. Naja, 57, könnte schon wieder knapp werden. Wir werden jetzt auch das letzte Stück, glaube ich, hier am Meer lang fahren. Das werdet ihr auch sehen. Penn Saints, das ist ja mitten am Meer gelegen. So. Ja, und das ist auch, deswegen müssen wir das ABS jetzt so oft quittieren. So, Sandstreuer vorne. Was bedeutet vorne und hinten? Ganz einfach. Vorne, wenn wir vorwärts fahren und hinten, wenn wir rückwärts fahren, gibt es hier tatsächlich einen Unterschied. So, jetzt geht's aber erstmal die 50 Meilen runter. Dann rollen wir hinunter. Hier seht ihr, hier, schaut mal. Hier sehen wir die Ausläufer, die Küste, den Strand. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Gegend. Das sieht zwar so ein bisschen, es wirkt zwar leider so teilweise ein bisschen leblos, aber sieht trotzdem hübsch aus, finde ich zumindest. So. Jetzt kommt die 50, jetzt müssen wir aufpassen, ob wir nochmal runterbremsen müssen. Ne, müssen wir nicht. In der Tat müssen wir das nicht. Ach, deswegen der Einfädelung, weil das stimmt, das letzte Stück ist ja eingleisig. Das ist auch eine tolle Sache. Gibt es denn eigentlich eingleisige Strecken, wo man Zugbegegnungen hat? Das sind doch für TSW. Da gibt es hier auf der Strecke ein paar Abschnitte, wo man das fahren kann, aber die Güterzugstrecken natürlich, amerikanische Güterzugstrecken, gibt es da natürlich auch. Aber ansonsten wüsste ich es jetzt nicht. Also hier schaut mal die Güterwagen hier. Die Güterwagen sind dabei, die ihr da gesehen habt. Hier sehen wir auch schon die Abstellbereiche hier von Penn Saints, wo wir gerade durchsausen. Und dann werden wir gleich unseren Zielbahnhof hier erreichen. Und dann wahrscheinlich pünktlich zur Tea Time. Ja, ganz in einer Minute werden wir es jetzt nicht schaffen. Das wird ein bisschen dauern, weil ihr seht ja selber die Einfahrgeschwindigkeit. Ist ja hier eben auch sehr gering. So. Und von daher, ja, 0,9 Meilen. Also wir sind wirklich fast da. Hat man dann doch die Strecke. Aber da seht ihr wieder, da sind wir doch fast die komplette Strecke abgefahren heute. Und da seht ihr aber wieder,
wie gesagt, dass die Entfernungen, die angezeigt werden, nicht immer stimmen. Das werdet ihr auch bei der, beim Video zur Rheintal, also zur Rheinstrecke sehen. Das hängt halt damit zusammen, das sind halt die Kurven nicht. Es rechnet halt manchmal nur die Luftlinie, deswegen zeigt es da weniger, mitunter manchmal weniger an, als wirklich zu fahren ist. So. So, muss man den wieder aufdrehen, dass der sich schneller auflädt hier oben. Und dann wird das wieder zu. Na gut, war auch nicht ganz bei. Hier eine Fußgängerbrücke. Also man sieht hier viele Details. Wie gesagt, das ist, meine ich, die erste oder zweite Strecke, die Rivet Games für TSW 3 gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob es die West Summers... Ne, West Summers war, glaube ich, von DTG. Aber das hier müsste, glaube ich, die... Ne, es war die zweite Strecke. Die erste war, glaube ich, diese Schweizer Strecke gewesen. Hier die Arosa-Bahn. Die ist ja, meine ich, auch von Rivet Games. Dann gab es diese zweite Schweizer Strecke mit dem Flirt. Doch, Rivet Games hat doch schon einige gemacht. Also Glasgow Edinburgh. Dann hier, wie gesagt, West Cornwall Local ist von Rivet Games. Und dann meine ich, die beiden Schweizer Strecken sind sogar von Rivet Games. Sie haben sich da schon einen Namen gemacht. Aber auch im Train Simulator, da haben sie auch schon mitgewirkt. So, schön auf dann hier am Strand. Schaut euch das an. Wie gesagt, ist alles ein bisschen leblos. Ja. Müsste man sich irgendwie ein bisschen lebhafter vorstellen. Aber vielleicht ist es auch, aber auch geschützt. Ich weiß es nicht, dass man da gar nicht baden gehen darf. Da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so informiert. Ja, scheint über mich so. Hier sehen wir auch noch eine schöne Glas 101 stehen. Wie gesagt, kann man optional hier im Fahrplanmodus fahren zu der Strecke. So, jetzt gilt das die 15. Da haben wir natürlich sehr viel Zeit verloren. Hier können wir wieder auf den Weg fahren. Schiffe rum. Ich glaube, man hat aber hier ein bisschen verbessert. Es gab ja noch ein Update jetzt vor kurzem. Da ging es primär um die schottische Strecke. Edinburgh, Glasgow. Da wurden da ganz viele Sachen behoben an der Strecke und an dem mitgelieferten Fahrzeug. Aber es waren auch ein paar Sachen hier für West Cornwall Local dabei. Und sieht an manchen Ecken, ihr seht es ja, ein bisschen lebhafter aus mittlerweile. So, also wir fahren ein an unserem Zielbahnhof. In Penzance mit so 2-3 Minuten Verspätung, wo wir dann zum Stehen kommen werden. So, dann das können wir aufsetzen. Dann, ja, sehen wir auch hier Personenwagen. Das scheint, ach, das ist der Zug, der vor uns gefahren ist wahrscheinlich. Schätze ich jetzt einfach mal. Ja, also Einfahrt. Penzance, wie gesagt, ist auch der Endpunkt der Strecke. Deswegen ist auch ein etwas größerer Bahnhof. Dann legen wir die Bremse an. Nicht, dass wir jetzt hier noch das Signal überfahren. Ja, und damit Ziel erreicht, Penzance. Und damit, ja, können wir einen Blick werfen. Auch hier, wie gesagt, die Diesellokomotive, die stammt, meine ich, von Northern Transpenniden. Wenn man das DLC besitzt, dann kann man auch hier, wie gesagt, Schnellzüge fahren. Sehen wir auf den Bahnhof. Ja, Fahrgäste steigen aus und ein. Und ich würde sagen, wir, ja, sind soweit hier fertig. Hat schon was mit dem DLC. So, na dann. Gehen die Türen, müssen wir wieder zumachen. Und wie geht's dann weiter? Sehen wir jetzt eine Auswertung, schätze ich jetzt mal. Und wir haben 43 Minuten gebraucht. 40 waren, oder 35 waren angegeben. Ja, und wir holen uns die Silbermedaille. Ja, wir hatten ein paar Geschwindigkeitsüberschreitungen. Und wir waren aber ein bisschen zu spät am Endbahnhof. Aber wäre schwierig geworden, da pünktlich zu sein. Also, na gut, man kann es mit ein bisschen mehr können, aber sicher schaffen. So, aber gefahren sind wir 20 Meilen. Hm, okay. Ja, und das war so unser erster Einblick in das neue DLC West Cornwall Local Steam Rail Tour. Also Dampfzug-Tour, Dampfzugreise. Wie gesagt, 5 Szenarien sind dabei. Die Lokomotiven eben in zwei verschiedenen, die Lokomotive in zwei Lackierungen, die passenden Wagen. Wie gesagt, 5 Szenarien, 4 Fahrplanfahrten und noch eine Fahrplanfahrt für Glasgow Edinburgh. Also ist eine schöne, interessante Erweiterung meiner Meinung nach. Ja,
Und ja, ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr euch das gekauft habt oder was ihr von der Erweiterung haltet. Ja, und ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Am Donnerstag geht es dann natürlich auf die Rheinstrecke Koblenz-Mainz, die wir uns dann anschauen werden. Ja, und bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.